Hallo Gemeinde, mein Name ist Pfarrer Wahlmeier. Schön, dass du dabei bist. Heute, es ist der erste Advent. Wir feiern den Beginn des neuen Kirchenjahres und wir werden natürlich einen Gottesdienst machen. Ich freue mich, dass du das guckst, weil wir haben heute eine ganz wichtige Frage, die wir bedenken müssen. Wahrscheinlich denkst du, jetzt hat der Wahlmeier zu heiß gebadet. Meine Frage, die ich heute im Gottesdienst stelle, ist: Sind Esel systemrelevant? Komische Frage. Aber ich werde dir sagen, warum das eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Also komm mit mir in den Gottesdienst. Ich lade dich herzlich ein. Alles Gute, dein Pfarrer Wahlmeier. Liebe Gemeinde, in den letzten Monaten ist unter dem Eindruck des Coronavirus ein Ausdruck aufgekommen, ein Wort, das mir zumindest vorher eher ungeläufig war. Man hat unsere arbeitende Bevölkerung in systemrelevant und nicht systemrelevant eingeteilt. Also Tätigkeiten, die unter allen Umständen fortgeführt werden müssen, weil sie dem Schutz und Erhalt unserer Gesellschaft dienen, und solche, die das anscheinend nicht tun, also nicht systemrelevant sind. Heute am ersten Advent haben wir einen ganz spannenden Predigttext, der mich auch gleich zu einer wichtigen Frage geführt hat, nämlich: Sind Esel eigentlich auch systemrelevant? Liebe Gemeinde, sind Esel systemrelevant? Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, welchen Bibeltext wir heute als Grundlage für die Predigt haben. Steht in Sacharja 9, ab Vers 9. Da steht: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Liebe Gemeinde, der Esel hat ein schlechtes Image in unseren Breiten. Man sagt ja, du dummer Esel, wenn man die ausgesprochene Tiefbegabung eines anderen ausdrücken will. Ein Esel gilt als störrisch, als nicht unbedingt hübsch und wie schon gesagt, als nicht ganz helle. Anders ist das im Vorderen Orient, wo der Esel durchaus als nützliches Lasttier und auch nur noch als Reittier geschätzt wird. Und dementsprechend meine Frage, liebe Gemeinde: Wer hat recht? Ist der Esel systemrelevant oder eben nicht? Schauen wir doch mal in die Bibel. Denn der Esel ist doch tatsächlich schon an mehreren Stellen ganz eng mit dem Leben Jesu verknüpft. Vorhin in der Schriftlesung haben wir schon vom Einzug Jesu auf einem Esel gehört, wo die Leute von Jerusalem Hosianna geschrien haben. 5 Tage darauf haben sie Jesus gekreuzigt. Und genau darauf nimmt heute unser Predigttext Bezug. Auf den König, der den Frieden bringen soll, aber nicht erkannt wird. Und genau so war es doch auch schon bei der Geburt Jesu. Auch da hat doch schon der Esel eine wichtige Rolle gespielt, nicht wahr? Schauen Sie doch in eine Weihnachtskrippe. Da steht der Esel mit einem Ochsen vor dem Jesuskind. Aber interessanterweise, die Schreiber des Neuen Testaments, die haben ihn gar nicht erwähnt. Im Neuen Testament steht nichts von einem Esel im Stall. Wie kommt dann dieses Tier in jede Weihnachtskrippe? War er einfach nur zu bockig, um zu gehen, bevor die junge Familie den Stall von Bethlehem bezog? Nein, der Esel an der Krippe hat nichts mit Sturheit, aber auch erst recht nichts mit Weihnachtsidylle zu tun. Es geht darum, dass dieses als so dumm verschriene Tier
viel mehr blickt als so mancher Mensch. Dass der Esel an der Krippe mit dem Jesuskind steht, liebe Gemeinde, das ist eine ernste Mahnung an uns Menschen. Denn hier wird Bezug genommen auf den Propheten Jesaja, der sagt: Ochs und Esel erkennen ihren Herrn und die Krippe ihres Herrn. Aber was ist mit euch Menschen? Der Esel an der Krippe ist die versinnbildlichte Frage, wie ich zu diesem Jesus Christus stehe. Liegt da nur ein kleines Baby, das mein Mitleid erregt und mir einen weihnachtlichen Schauer beschert? Oder beginnt schon hier die Geschichte vom König, der Frieden bringen sollte, aber nicht erkannt wurde? Wir haben es mit den Konfis gerade gehabt. Wahrscheinlich wurde Jesus im Jahr 7 vor Christus geboren. Und da leuchtet dieser unsagbar helle Stern über diesem Stall irgendwo in der Provinz Judäa. Und keiner nimmt davon Notiz, außer ein paar lumpigen Hirten, sozial Ausgestoßenen und 3 Magiern aus dem Ausland. Die sonst was auf sich halten, die sonst in den ersten Reihen sitzen, sie haben es nicht verstanden. Und zwischendrin, in dieser illustren Gesellschaft im Stall, ein Esel. Ein dummes Tier, wie manche meinen. Ein Esel, der aber mehr blickt als so mancher Zeitgenosse. Liebe Gemeinde, der Esel in der Weihnachtskrippe, er ist systemrelevant, weil er mich konfrontiert mit der Frage, mit welchen Augen ich diese Welt betrachten will. Ob ich mich vom rein Vordergründigen leiten und blenden lassen will oder ob mir Gott seine Wahrheit zeigen darf. Jesus war der in die Welt gesandte König. Er hat den Frieden gebracht zu den Menschen, die sich von ihm leiten lassen. Und erst recht, er hat den Frieden mit Gott gebracht. Deshalb nennen wir Jesus Christus. Den Gesalbten heißt das übersetzt, den König. Liebe Gemeinde, und so glaube ich es tatsächlich, der Esel ist systemrelevant. Quasi als ein Vorbild für uns Menschen. Ein Vorbild, das weiß, wo sein Platz ist. Einerseits natürlich in all unseren Weihnachtskrippen, die wir nun wieder herausholen, aber andererseits und noch viel wichtiger, weil er weiß, wo sein Herr ist, der König dieser Welt, Jesus Christus. Und genau da, das soll doch auch unser Platz sein. Bei diesem König, der den Frieden brachte und dessen Herrlichkeit nur durch den Glauben ergriffen werden kann. Und so wünsche ich uns allen Gottes Segen, Gottes reichen Segen, dass wir diesen Jesus Christus finden dürfen in der Adventszeit, dass wir erkennen dürfen, er ist dieser König, der uns, aber auch dieser ganzen Welt den Frieden bringt. Amen.